feiern. Mit einem vierten Fastensonntag, Letare, das heißt Freude, denn die Erlösung ist nahe. Wir tun das im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ein frohes Willkommen sage ich dir in der Pfarrkirche vom Ausgang an der Donau, am Ausgang der Wachau. Ich sage es euch, die hier in der Kirche sind, sodass wir miteinander feiern können. Und ich begrüße alle, die jetzt über Livestream zugeschaltet sind und die mit uns dabei sind, gewissermaßen versammelt um den Altar. Etwas ungewöhnlich ist eine Idee, die ich aufgeschnappt habe, die gesagt worden ist, dann habe ich versucht, die Versicherung eingeladen, schickt, wer möchte, ein Foto von mir, von euch, und um dabei zu sein. Ich habe einen wunderbaren Blick zurück auf euch, die mir ein Foto geschickt haben. Die Kirche ist voll, ja, also ziemlich voll, ein paar Platz gibt es noch. Aber im Laufe der nächsten Woche können auch weitere Fotos hinzukommen. So als Zeichen, wir sind verbunden. Wir klinken uns ein. Und wenn ich die Wahl hatte, wen setze ich da gewissermaßen hin, da ist mir bewusst geworden, bei Jesus sind wir alle fußfrei in der ersten Reihe. Rund um ihn versammelt. Und so kommen wir zu ihm. Wir feiern hier in dem Raum heute das Gedenken, das Messgedenken für die verstorbene Frau Maria Lauter. Sie ist gestern vor 10 Jahren verstorben, sie wäre gestern vor 5 Jahren geworden. Ich nehme es hinein in diese Messfeier, so viele Anliegen, die sie mir und ihr mir anvertraut habt in den letzten 3 Jahren. Wir wenden uns Jesus zu, wir tun das heute besonders. Im Blick auf den gekreuzigten Herrn und singen 2 Strophen Heiliges Kreuz. Lasst uns gehen. Herr unser Gott,
Du hast mit deinem Sohn den Menschen auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinen folgenden hochherzigen Glauben, eine gestärkte Liebe in dieser Zeit, wo es darauf ankommt, aufeinander zu schauen, auf das eigene Leben und die eigene Gesundheit zu achten. Und so auf diesem Weg, in diese Zeit, auf Ostern hinzugehen, darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Heute werden wir hier auf die Berufung des Königs David. Und wo auch hier Gott überrascht. Jesus aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Sie werden dein Korn gelöst und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu den Befehlen, die ich dir gesagt habe, denn ich habe mir einen seiner Söhne als König ausersehen. Als Samuel den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn geworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. So ließ Israel sieben seiner Söhne vor Samuel treten. Aber Samuel sagte zu Israel: Diese hat der Herr nicht erwähnt. Und er fragte Israel: Sind das alle jungen Männer? Er antwortete: Der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Israel: Schick jemand hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahlen setzen, bevor er gekommen ist. Israel schickte also jemand hin und ließ ihn kommen.
als Kinder des Lichts. Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen. Deckt sie vielmehr auf, denn von dem, was sie eigentlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Gott des lebendigen Gottes. Amen. Amen. Herr Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Herr Jesus, hier sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh, wasch dich mit dem Teig Schiloach, das heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, den früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war am Sabbat, an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht hat und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen und wusch mich, und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte: Er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren. Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeschlossen hatten. Und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte: Wer ist das Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, ihr seid
Kirche, wo ich viele, viele Bilder von Ihnen, von euch sehe und in den letzten Tagen mitbekommen habe, was so manchen bewegt, Anliegen, Sorgen, Bitten für die Familie, Erkrankung. Und dann ist es uns wohl allen gemeinsam in diesen Tagen die Frage, wie geht es weiter? Wir sind am Beginn einer sehr herausfordernden Zeit, wo wir in einer unheimlichen Präsenz medial begleitet sind, betreut sind, wo es auch ganz gut ist, zu sagen, ich muss nicht jede Sendung und alles schauen. Dann haben mir schon Leute gesagt, ich mache das ganz verrückt, wenn ich den ganzen Tag die Sondersendung anschaue. Und das ist das Glück, ja. Aber achte selber auf das, was für dich hilfreich ist. Überlaste dich nicht in dem, was du aufnimmst. Ich nehme aus dem, was uns auf den Tisch gelegt worden ist, auf den sogenannten Tisch des Wortes, liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher und liebe Mitfeiernde, ich nehme von dem Tisch des Wortes, so nennen wir die Verkündigung aus der Bibel, ein paar Lichtblicke oder ein paar Blitzlichter heraus, um sie zu teilen, miteinander zu teilen. Apropos teilen, in diesen Tagen teilen wahnsinnig viele Menschen irrsinnig viel. Das allein, wenn ich an den WhatsApp-Tag gestern denke, dass ich da an Videos tollen Sachen, lustigen Sachen, komischen Sachen bekommen habe, dann denke ich mir, ja, so läuft die Kommunikation auch unter uns und auf verschiedene Weise wird auch mit der ganzen Corona-Situation umgegangen oder auch mit Humor und mit Tiefgang. Und da habe ich mir gedacht, das Wort, das wir in der ersten Lesung gehört haben von der Berufung des David, dass dieses Wort jetzt richtig hineinpasst in unsere Zeit. Da hat es geheißen, als Samuel zu Isai gekommen ist, dem Vater des David, und der David, der draußen als Jüngster Schafe gehütet hat, und die feschen Storken scheiden dort dann an. Und die hat sein Vater präsentiert, hat gedacht, ich habe du tüchtige große Söhne. Aber der Samuel hat gesagt, die sind alle nicht berufen. Hast du noch einen Sohn? Ja, der draußen, der die Schafe hütet. Der ruft diesen David nach Hause auf Salbe. Und dazu sagt Samuel das Wort, wir Menschen schauen auf das, was wir vor Augen haben. Aber Gott sieht das Herz, das Verborgene. So ein Wort ist ein erhellendes Wort, weil es uns sagt, schau mehr auf das Herz, auf das Innere, auf das, was wirklich ist. Lass dich nicht vom Äußeren einfach denken. Äußeres und Inneres gehören zusammen. Lebt als Kinder des Lichts, sagt uns Paulus. Und dann, was bedeutet Licht? Wenn wir über die Geburt sagen, etwas sagen, sagen wir zum Beispiel den Begriff, das Licht der Welt erblicken. Das heißt, herauskommen und sehen können. Was muss das für ein Eindruck sein für ein Baby, wenn es geboren wird und plötzlich sieht es so viel? Bis dahin hat es nur wahrgenommen den werdenden Schutz der eigenen Mutter. Das Licht der Welt erblicken. In der Evangelium, das uns von der Heilung dieses blind Geborenen, ja, der nie etwas gesehen hat, vielleicht irgendeine helle Wahrnehmung, ja, aber nie ein Bild gesehen hat. Diese Heilung von dem Mann war eine gewaltige Sache. Hat auch kontrovers ausgelöst, weil es ein Sabbat war. Und weil Jesus in einer ungewohnten Weise so etwas wie eine Neuschöpfung gemacht hat. Er hat einen Teig gemacht von der Erde, vom Staub und hat
drauf gespuckt, ja, also aus seinem Inneren gewissermaßen hineingegeben, göttliches, menschliches, hat es auf die Augen gelegt und hat gesagt, geh und wasch mich. Er hat es gemacht, er wurde heil. Und er bezeugt dann, dass Jesus ihn geheilt hat. Und schließlich hat er noch eine Begegnung mit Jesus, wo er bekennt, ist der Herr, ist mein Gott. Ich schließe mit einem Gedanken, der mich bewegt in diesen Tagen besonders. Und da ist für mich keine Ausnahme, ich kann sagen, ich bin hier Pfarrer in der Wachau, mitten von Niederösterreich. Weltkulturerbe, ich gehöre zum Stift Göttwerk, bin in Wien ganz gleich in der Nähe. Bin Pfarrer für Lautern, dann donauaufwärts für Rossatz, für Arnsdorf. Denke an meine Pfarrgemeinden, alle, die dort leben, besonders. Ich denke an alle, die vielleicht in Quarantäne sind, besonders an jene, die durch den Coronavirus infiziert sind. Die haben eine besonders herausfordernde Zeit. Ja. Und dann auch die Ungewissheit, wie geht alles weiter, wenn ich auch infiziert werde. Ja. Wie umgehen mit Ängsten, die wir haben. Die Ängste sind wichtige Botschaftsträger für uns. Dass wir eine Aufmerksamkeit haben, etwas wahrnehmen. Es ist wichtig, auch damit gut umzugehen, sie auch zuzulassen und auszusprechen. Und einander nicht allein zu lassen. Gerade jetzt erfahren wir, wie wichtig es ist, dass wir uns nahe sind, auch wenn wir auf Distanz bleiben. Auch hier um den Altar, wir halten diese Distanz ein, aus Überzeugung, es ist wichtig, das eigene zu tun, damit wir nicht einander gefährden. Und dann gibt es viele tolle Initiativen, die einfach uns lächeln lassen. Lächeln ist so ein richtiges Lebens, ein etwas, ja, ich bin schon etwas über 60. Da fallen mir manchmal die Worte nicht so ein. Ja. Auf jeden Fall, Lächeln ist etwas, was unser Leben erhält, was uns stärkt. Vitamine für die Seele sind das. So manche humorvolle Dinge. Ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder aufblicken können, dass wir aufblicken, ja, von uns, von der Situation, gerade jetzt auch in dieser Messfeier, die eine ungewöhnliche Verbreiterung erfährt, die so manche über Leistung zugeschaltet sind. Eine Messe, wo Jesus in der Mitte ist. Wo wir eingeladen sind, erste Reihe fußfrei bei ihm zu sein, auf ihn zu hören und ihm auch zu sagen, was uns bewegt. Und da für mich auch eine Premiere, wenn man auch die Leistung übertragen kann. Es ist Gelegenheit, dass jene, die es tun wollen und tun können, auch die Gelegenheit ergreifen. Die werden nach dem Glaubensbekenntnis dann für die gehalten, für die gesprochen. Aber du kannst auch deine Anliegen an Gott, deine Bitte an Gott im Chat einbringen. Wir sind gut begleitet hier in der Kirche durch den Alexander Pfeffer, der die ganze Technik macht. Danke dafür, lieber Alexander. Wir sind von der Regie her in guten Händen bei Stefan Schwarz, der mit Zauberhand uns vieles arrangieren, auch jetzt im Chat begleitet. Danke dafür, liebe Stefan. Und so könnt ihr euch einbringen. Und ich selber, sie sind es zwar nicht, aber all die anderen, die das über das Baby bekommen, können lesen, welche Wünsche an Gott ihr habt und was ihr miteinander teilt. Vieles können wir teilen, aber besonders auch das, was uns Hoffnung macht.
Er hat etwas getan, was in der Kirche absolut nicht üblich ist. Ja. Aber in diesen Tagen geschieht Gott sei Dank viel Unübliches, ja, Unkonventionelles. Da steht die Osterkerze. Das Licht kommt von der Osterkerze, das heißt vom Auferstandenen. Für ihn ist das die Osterkerze das Zeichen. Er ist in unserer Mitte und wir bekennen ihn gemeinsam den Glauben. Glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, der sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Viele Zeichen von Nähe, von Verbundenheit, besonders auch das Gebet füreinander. So spreche ich jetzt Anliegen aus und nehme auch all das mit hinein, was ihr in den Chat hineinschreibt. Und lege es mit hin vor Jesus. Da verwecken wir die Irmgard, die unsere Pfarrsenioren des Unangebliebenen begleitet, auch eine fürbitte geschickt. Ich mache mir Sorgen um meine Junggebliebenen. Lieber Gott, hilf, dass sie diese Zeit gut überstehen. Wir bitten dich, Herr Gottes. Wir denken an alle, die betroffen sind vom Coronavirus, die erkrankt sind oder gefährdet sind, aber in Quarantäne. Besonders denken wir an alle Familienangehörigen, die sich Sorgen machen. Wir bitten dich. Wir denken an alle Ärzte, Ärztinnen und alle, die in der Pflege tätig sind. Und wir denken an alle, die Verantwortung dafür tragen in der Politik, in der Begleitung der Menschen, im öffentlichen Leben. Schenk du uns deine Hilfe. Wir denken an unsere Zeit heute und vielen Fragen und Herausforderungen. Dass du das Miteinander, Gerechtigkeit und Frieden stärkst. Wir bitten dich für unsere Pfarrgemeinden, wir bitten dich für die christlichen Gemeinschaften, für alle Gläubigen der verschiedenen Religionen, dass sie auf ihre eigene Weise die Menschen heute begleiten und unterstützen. Denken an unsere Verstorbenen und an alle, die herausgerufen worden sind im Zusammenhang mit dieser Pandemie. Besonders denken wir an unsere Nachbarländer, wir denken an Italien und überall dorthin denken wir in unseren Gebeten, wo Menschen bedrängt sind. Wende diese Zeit. Zu dir kommen wir und bitten dich. Nimm du uns an in deiner Liebe. Schenk uns Hoffnung. Schenk uns Leben. Durch Christus, unseren Herrn. Die Deine Wunder, Teil in deinem Teuer, die Deine Wunder.
In der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. In der Hoffnung, dass du uns in dieser bedrängenden Zeit Heilung und Rettung schenkst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen. Wir haben sie, lieber Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, mächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat das Menschengeschlecht aus der Finsternis das Licht gefunden. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, er aber hat macht uns zu deinen Kindern, durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt in den Ewigkeit deiner Wahrheit und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Mit alle Engel lass uns singen, unsere Stimmen lange klingen, heilig. Seinen Leiden, dann wird einmal das Brot und sagte dir Dank. Brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Barmherziger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leid und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt. Und bringen ihnen das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sie für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche
und gibt es dem Geist deiner Liebe, die immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben in der Liebe, unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Agnes, alle Bischöfe, unseren Apostel, alle Priester und Diakone und das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jene Not gerade in dieser Zeit. Gib uns das rechte Wort, den Menschen Trost und Rat suchen. Gib uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vater, danke unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Hier in Lauter gedenken wir heute besonders der verstorbenen Frau Maria Lauter. Sie ist ja die kürzlich verstorbene Frau Leopoldine Staritz-Gitter ein. Dass sie den Angesicht schauen und schenken ihnen das Leben entfüllen. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem seligen Josef, mit deinen Aposteln und den Märtyrern, unserem Patron, dem heiligen Stephanus, unserem Stadtpatron, dem heiligen Severin und mit allen Heiligen, die loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist Gottes empfangen, der uns zu Kindern macht, zu seinen Kindern. So sprechen wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Bevor ich den Friedensgruß allen wünsche, eine kleine Einschaltung sozusagen. Auch hier ist überchecken wirklich, dass ihr Friedenswünsche teilt miteinander und damit auch ausdrückt, der Friede kommt aus dem Herzen heraus, Gott schaut auf das Herz und der Friede ist ein Geschenk, nichts Erzwungenes. Aber die Sehnsucht nach dem Frieden ist in allen Menschen da. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Und schickt ihr Gefallen diesen Frieden. Wie gewöhnlich reichen wir einander die Hand zum Friedensgruß in dieser Zeit, wo vieles anders ist, aber auch wichtig ist, wenn wir es anders tun, wenn wir uns zuwenden, zunicken oder zuwinken. Und auf diese Weise ausdrücken, ich wünsche auch dir den Frieden. Lamm Gottes, du liebst die Sünde der Welt, erbarme dich in uns. Lamm Gottes, du liebst die Sünde der Welt, erbarme dich in uns. Lamm Gottes, ist mit der Welt, gib uns dein Frieden. Schaut Jesus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Aber spricht nein.
Seele ist. Herr, du bist Licht, du bist Leben. Wenn wir befehlt werden, der Segen des Königs begleiten und warnen, ich möchte einen Gedanken sagen, jetzt nach der Kommunion. Es war vorbereitet mit dem entsprechenden auch Zange, die Hoste habe ich gleich eingegeben, mit kleinen Schälchen. Für unsere Mitfeiern und hier. Die allermeisten können jetzt nicht die Kommunion direkt empfangen. Das schmerzt manche sehr, für die es wichtig ist, dass sie die Kommunion empfangen, dass sie Jesus besonders in dieser Gemeinschaft erfahren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir uns mit Jesus verbinden, im Herzen gewissermaßen Kommunion halten. Bitten wir, Herr Jesus, schenk uns deine Nähe, deine Gegenwart, deine Gemeinschaft. Halte mein Herz offen, offen für dich, offen für mich, offen für die anderen. Lass uns erfahren, dass wir eine große Kommunion, eine große Gemeinschaft bilden. Dafür danke ich dir. Bleib du der Bundesherr. Amen. Der Segen Gottes. Amen.
Dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Kindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dass wir auch mit dir lieben, dich und alle Menschen und uns selber. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ein großes Danke sagen wir jetzt für das Mitdabeisein, das Zuschauen, das Anteilnehmen, das Einklinken. Besonders danke ich jetzt dir, liebe Simone, liebe Simone Hinterbauer, Musiklehrerin, die viele Feste hier mitgestaltet für uns, besonders Taufen und Hochzeit. Ich danke besonders den beiden Medienfachleuten, die das angeboten haben, dass wir hier über Livestream zu Ihnen ins Haus, in die Wohnung kommen können oder auf dem Handy oder auf welche technische Empfangsmöglichkeit auch immer. Ich danke dir, lieber Alexander Teffel, Bachauer, Fotograf und Filmer. Und ich danke dem Stefan Schwarz, der von zu Hause aus sozusagen steuert und begleitet. Danke euch herzlich und euch, Herr Christo und dem Franz, für den Lektorendienst und das Mitfeiern und der Peter, der uns fotografisch auch begleitet. Gestern und heute noch in der Früh viele, viele Fotos hier angebracht von all jenen, die sich einklinken wollen, sagen, möge der Geist auch mit meinen Anliegen. Der Segen möge, der Segen Gottes möge uns begleiten und dass wir noch ein bisschen die Zehenspitzen spüren, das ist gesungen worden, gerade zuvor, wir haben es gesungen. Ich möchte noch eines zu einem einladen. Und zwar, viele kennen wahrscheinlich diese Nachricht oder WhatsApp-Nachricht, bitte weitersagen. Es ist gestern gekommen, ab heute werden täglich in den österreichischen Kirchen um 20 Uhr die Glocken läuten und zum gemeinsamen Gebet des Vaterunsers einladen. Dabei soll eine Kerze im Freien entzündet werden. Und es ist eine gemeinsame Aktion von Katholiken, evangelischen Christen und orthodoxen Christen, die den möglichst vielen mitteilen. Ich muss zugeben, ich habe es gestern irgendwie in den Vorbereitungen für heute verschwitzt und bin zu spät aufgekommen. Aber ab heute werden auch hier bei uns in den Pfarrgemeinden die Glockenläuten zum Vaterunser einladen, dass wir uns so verbinden. Ich darf darauf hinweisen, dass hier am heutigen Tag in unserer Kirche dann das Allerheiligste ausgesetzt wird und bis 18 Uhr zugänglich ist die Kirche für einzelne Beter. Herzliche Einladung. Alexander und Stefan haben angeboten, auch an den kommenden Sonntagen diese Übertragung zu ermöglichen. Deswegen, wer wieder mit dabei sein möchte, herzliche Einladung. Nächster Sonntag, 5. Sonntag der Fastenzeit um 9 Uhr auch wieder hier die Übertragung aus der Mautenattacke. Ich frage mich über ein Feedback von euch, ja, über Anregungen vor allem auch oder Anliegen, die wir mit hineinnehmen können. Es ist auch da ein Lernen, bin dankbar für deine Rückmeldung. Auf jeden Fall wünsche ich einen guten, gesegneten Sonntag. Möge Gott uns alle begleiten. Und wenn du noch Zeit hast, dann warte auch noch ab. Ein ganz besonderes Lied hat nämlich die Simone noch für uns nachher da zum Ausgang. Der Herr sei mit euch. Es segne und beschütze euch, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden.